Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 2 hier bei eurem gruseligen Crush 40Freak89. Es geht nun weiter mit dem Boss der zweiten Welt, Wipfelstürmer. Oh mein Gott, da wartet uns wieder was. Wir haben ja im letzten Part jetzt endlich den kleinen, frechen Hund den Schlüssel abnehmen können und endlich können wir zur Krone des hohlen Baumes aufbrechen, da wir jetzt endlich den Schlüssel wieder zurückhaben. Leider ist uns der Köter beim letzten Mal auch noch im Fleucht, als wir ihn gerade ins Gehege stecken wollten. Aber was soll's. Nicht so schlimm, solange uns ja keinen Ärger mehr macht. Luigi, der Moment ist gekommen. Bist du bereit, das finstere und unheimliche Tor zu öffnen? Nein. Ach was, Schnickschnack. Endlich kann ich den Paraskop-Millimeter genau bestimmen, wo wir das Finstermundstück finden. Also los. Ja. Es ist im Baumhaus, ganz oben in der Krone des Baumes. Da haben wir wieder was auf der Map drauf. Augenblick. So, hier seht ihr es. Ganz oben auf der Baumkrone. Und wo ein Finstermondstück ist, da ist bestimmt auch ein Boss. Darauf möchte ich alles verwetten. So ein bisschen ranzoomen. Ich hoffe, dass der Fokus dann, dass die Schärfe nicht zurückgeht dabei. Weil den Fokus muss ich immer wieder einstellen, dass das so bleibt. Weil wenn ich auf automatisch stelle, dann kann des Öfteren der Fokus wieder unscharf werden. Das ist das Problem an meiner Cam. Aber jetzt geht's. So. Oh Mann, nein, jetzt verschiebe ich mir auch noch den 3DS, scheiße. Sorry Leute, ein Fail schon mal am Anfang. Es ist im Baumboss, ganz oben in der Krone des Baumes. Wir waren genau auf der richtigen Spur. Alles klar. Und was ist das? Achso, ja, der Schlüssel. Und hier ist der Schlüssel, wieder so gut wie neu. Okay, danke. Damit kannst du das Tor zum Baumboss öffnen und das Finstermondstück suchen. Ach, und Luigi, das Paraskop empfängt starke Signale aus der Baumhaus. Immens starke Signale. Aber du passt ja auf dich auf, oder? Natürlich tust du das. Na dann, auf Wiedersehen. Tja. Passt auf dich auf, ja toll. Ja, ich bin mal gespannt, was das jetzt für ein Boss sein wird, wenn der erste Boss eine Riesenspinne... Oh, und er lässt uns gleich bei der Bosstür, also bei... Direkt vor dem Tor raus. Dankeschön. Sieht die schon so unheimlich furchterregend aus. Okay. Und da sehen wir gerade daneben ein paar Clipping-Fehler. Das ist leider das Problem. Gar nicht schön gemacht. So, dann mach mal auf. Was ist... Komm, Luigi, reiß dich zusammen. Komm, geh. Ein Schritt vor und zwei zurück. Also. So. Was ist hier los? Wo ist hier das Finstermundstück? Ach du Heiliger. Ah, der schon wieder. Den kennen wir doch vom letzten Mal. Unheimliche Treppen. Was denn? So eine Riesentreppe, ey. Wow, oh Mann, ich glaube, das war ein Fail. Ich glaube, man muss den richtigen Weg finden. Ich verstehe, man muss also immer den richtigen Weg finden. Das ist so eine Art Labyrinth wahrscheinlich. Wenn man einmal failt, dann heißt es, einen Geist bekämpfen. Zum Glück wird der richtige Ort markiert, wenn man den nimmt. Wir haben also, wir müssen also jedes Mal... Oh, Mäuse. Die kommen auch noch zusätzlich. So, falsch. Das war wieder ein Fail. Scheiße. Diesmal. Wir müssen also immer die richtige Entscheidung fällen, sonst fahren wir jedes Mal wieder runter unfreiwillig. Und die Mäuse, die machen uns zusätzlich Schwierigkeiten. Gut, also immer nach links. So, und jetzt versuche ich es mal in der goldenen Mitte. Und das war richtig. Okay, und wo jetzt lang? Vielleicht nochmal nach rechts. Und das war auch richtig. Wow. Und jetzt mal ganz links, dass sich das abwechselt. Mann, blöde Maus, jetzt Maus, geh weg. Mann, also ich sehe es richtig voraus, aber es ist noch ein weiter Weg. Okay, jetzt hier lang. Und? Ja, Mann, habe ich ein Schwein, aber bald vergeht mir das. Ich glaube jetzt, ja, diesmal vergeht es mir. Oh mein Gott, die Rutsche ist jetzt diesmal lang. Der arme Luigi, ey.
Du kleiner Spaß, du machst nichts als Ärger. So. Okay. Das war jetzt mal am Anfang ein Fail, aber trotzdem. Bisher ist es gar nicht so schlecht, aber trotzdem, die Treppe geht ja echt weit auch oben. Ach du Heiliger. Der arme Luigi hat ganz schön zu gehen jetzt gerade. Also meine Füße werden sofort einschlafen. Dazu noch die Rutschpartie, die unfreiwillige. Gut, also probieren wir es vielleicht. Oh mein Gott, das sind noch so viele. Die Mitte. Fail. Verdammt. Diesmal habe ich ein paar Mal Glück gehabt und jetzt halt ein ziemliches Pech. So, jetzt du kleiner Spast. Genug gelacht. Das werde ich wahrscheinlich noch des Öfteren haben, leider. Mann, also. Aber das ist schon mal eine nette Idee. Den Weg zum Boss. Aber wie werde ich denn den Boss jetzt bekämpfen müssen? Ob er noch dieselben Moves hat wie der. Naja. Glaube ich eher nicht so. Muss einfach jetzt nur den richtigen Weg finden. Da ja die letzten beiden Wege die falschen waren, weiß ich jetzt, dass ich jetzt ganz links halten muss. So, wo muss ich jetzt lang? Probier's mal wieder ganz rechts und das ist ein Fail. Ja, ich wusste es ja. Eieieiei, dass ich da jedes Mal wieder nach unten muss. Das ist so blöd. Das nervt mit der Zeit. Und dann muss ich diesen Geist auch noch fangen. So. Mann, das nervt mit der Zeit echt. Boah. Vor allem, weil man ja eine Chance nur von 1 zu 3 hat, damit man den richtigen Weg wählt. Und es sind so viele Wege hier. Ich meine, sieh sich ja nicht die Treppe an. Die nimmt ja kein Ende. Wir kommen nur sehr langsam voran da. Wie ich auch auf der Map sehen kann, kommen wir nur sehr, sehr langsam voran. Wir haben noch nicht mal die Hälfte komplett. Wir haben gerade mal ein Drittel fast. So, die Mitte ist wahrscheinlich. Ja, diesmal ist die richtige. Ja, versuch's nach links und es ist. Nein! Boah, das nervt. Das nervt echt. Das nervt echt, den ganzen Weg dann wieder zurück zu latschen. Also ich hätte da keinen Anstand, das machen zu müssen. Vor allem, wenn jetzt gerade. Ich möchte mal sagen, wenn ich das jetzt in Real Life tun würde. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da hätte ich keinen Bock darauf, ernsthaft. Boah. Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder nach oben finden, aber es ist wenigstens gut, dass wenn wir einmal den richtigen Weg genommen haben, dass wir dann wissen, wo wir lang müssen. Dass er zum Glück markiert wird, weil sonst wäre es ein bisschen unfair. So, also 50-50 Chance und ich wähle den Ort ganz rechts und es ist. Na, das kriegelt. Also so langsam nervt das echt. Soll ich das vielleicht schneiden, bis dass wir ganz oben sind? Das wäre wohl eher das Beste. Ein Herz wenigstens noch, dass ich wieder ganz topfit bin. Da lang, Luigi. Also irgendwie ist es schon komisch. Ich meine, soll ich das jetzt wirklich cutten dazwischen? Ich glaube nicht, dass das jetzt sein muss. Heiliger Bimbam. Boah. Wie weit das wieder nach oben geht. Ändert sich die Musik oder bilde ich mir das nur ein? So. Aber jetzt müssen wir nur in die Mitte. Und jetzt nochmal versuche ich es nach links und es ist Fail. Und diesmal ist es sogar noch ein stärkerer Geist. Na toll. Diesmal ist es dieser Spast. Mann. Der Geist ist noch um einiges härter. Den darf ich auf keinen Fall verpassen. So. Naja, vielleicht sollte ich es doch nicht cutten, weil es kommen nämlich immer andere Geister dazwischen. Das ist das Problem. Oh Mann, es sind noch so viele Wege, ey. Und ich jedes Mal, wenn ich da fehle, das ist halt ein Problem, weil das so ein Glücksspiel ist, so ein blödes. Es ist immer random, wann, wo wir als nächstes lang müssen. Nervig. Versuche es diesmal nach rechts, weil in der Mitte kann ich mir nicht noch einmal vorstellen. Ihr wollt mich wohl verarschen, ey, oder? Alter! Das ist scheiße. Komm her! Jetzt hab ich dich. Diesmal hau ich gleich stärker an. Rein mit dir und Schluss. Oh Mann, ey, ist das nervig. Boah. Was für ein Was für ein Akt, ey.
Ich meine, wenn man das jetzt nochmal von vorne machen möchte, um einen besseren Rang zu erzielen, na gute Nacht. Ihr könnt mir natürlich auch in den Comics schreiben, braucht man für einen bestimmten weiteren Bonuslevel oder für irgendeine Belohnung eine bessere Rangbewertung oder braucht man sowas denn? Oder braucht man sowas nicht unbedingt? Ist es vielleicht nur optional? Könnt ihr mir auch gerne in den Comics mitteilen. Ach, jetzt. Diesmal versuche ich es doch mal links und das ist ein Fail. Ach man, muss ich denn noch jeden einzelnen Treppe wieder nach unten? Das hasse ich. Der arme Luigi, ey. Muss ich denn das... Ich weiß nicht, soll ich das cutten? Ich glaube nicht. So, komm her, du. So, rein mit dir. Und tschüss, Lutscher. Und weiter, verdammt. Boah, das nervt. Aber... Was soll man denn da machen? Das ist echt scheiße, wenn man nicht weiß, wo man ans nächstes lang muss. So könnte ich den ganzen Weg auf einmal gehen, wenn ich wüsste, wohin ich ans nächstes lang müsste. Ich habe ein paar Mal Glück gehabt, aber jetzt, jetzt nervst du noch. Jetzt habe ich wieder doppeltes Pech. Jetzt kann ich... Schaffe ich es wieder einmal nicht. Aber jetzt habe ich wieder eine 50-50-Chance dort oben. Oh Mann! Fast wäre ich vielleicht falsch gegangen. Nein! Warum schon wieder die Mitte? Das ist doch echt... Das ist doch echt Verarsche pur. Gibt's denn nicht irgendein Anzeichen dafür, dass ich wenigstens nicht den falschen Weg nehmen müsste? Vielleicht zum Beispiel durch das Finsterlicht oder so? Boah, das wäre doch sowas von episch, ey. Mann, das nervt. Wie das nervt, ey. Gleich schon wieder die Mitte gewesen, ey. Das kann aber doch nicht wahr sein. Da wollen wir mich ja wohl trollen. Wenn man rechnet immer ganz fest damit, dass es dann immer irgendwo anders ist. Aber in Wirklichkeit ist dem nicht so. So, man sieht es ja. Der Strohblitz verrät mir leider auch nichts. Also, oder? Nee. Scheiße, Mann. Wahrscheinlich jetzt, wenn ich jetzt die Mitte nehmen würde, dann... Ja, klar. Auf einmal ist es nicht die Mitte. Wir können uns noch die ganze Nacht hier aufhalten. Ja, ich möchte mal drauf halten, dass man sich die ganze Nacht aufhalten muss. Mann. Wie nervig, ey. Boah. Man merkt schon, ich habe da leicht... Ich bin da schon leicht ein bisschen, angespannt wegen der Sache da. Oh, die Musik wird immer schneller, je höher man kommt. Das hat irgendwas zu bedeuten. Jedenfalls nichts Gutes. Gut, die Mitte ist es diesmal nicht. Und wie steht es mit nach rechts und links? Komm schon, bitte, sag mir, dass es rechts ist. Nein! Ach man, langsam, ich keinen Nerv mehr für die Kacke. Wenn ich doppeltes Pech habe, verdammt. Das nervt echt. Boah, das nervt sowas von. Kommt, jetzt lass mich doch mal in Ruhe nach oben. Mann, ist das eine Scheiße. Also, immer nervt das doch. Ich meine, es ist gut, dass deine Wege markiert sind, die richtigen, aber... Trotzdem, das geht einem echt auf die Nerven. Wenn man dann nicht weiter weiß, weil das man dann wieder ganz von vorne machen muss, dann muss man doch irgendwo abstoppen können. Ein Checkpoint oder sowas wäre schön. Das gibt's ja leider nicht. Jetzt habe ich wieder doppeltes Pech gehabt bei den scheiß Treppe. Jetzt muss ich wenigstens einmal die Chance haben. Komm. Rechts. Ja! Glück gehabt, aber jetzt sitzt wieder. Wahrscheinlich wieder ein Fail. Boah, hey, jetzt packe ich es auf einmal. Wahrscheinlich wieder nach rechts. Nein, jetzt kommt der Große. Jetzt kommt der Dicke. Jetzt kommt der rote Rüpel, der Schläger. Der Schlägermann. Aber diesmal sind wir zumindest ein bisschen weitergekommen. So. Du roter Spast. Dich habe ich jetzt. Habt ihr das gehört? Seine Stimme wurde immer höher.
Du hörst du dann nur. Und dann. Dass mir das auch erst jetzt auffällt, aber das ist schon episch. Aber anders andere als episch finde ich es, dass ich ständig diese blöde Treppe von vorne hoch laufen muss. Der arme Luigi müsste inzwischen schon Kilometer lang gelaufen sein. Der hat bestimmt jetzt. Der hat jetzt bestimmt mindestens 5 Kilo abgenommen. So wie der laufen muss, die ganze Zeit hin und her laufen muss. So. Da ist es. So, es war schon mal hier ein Fail. Wahrscheinlich ist es jetzt wieder die Mitte, oder? Nein! Und ist es wieder rechts vielleicht, oder? Jetzt mal links und es ist leider Fail. Wow! Ja, wir sind schon bald da. Also. Nein, diesmal nicht. Aber wir sind schon fast da, also nicht mehr lang dauert das. Aber so langsam nervt es trotzdem, dass ich ständig da runterfalle. Oh Mann, ist das nervig. Mit der Zeit. Kein Wunder, dass Luigi schon ein schlechtes Gefühl hatte bei diesem blöden Treppe hier. Ach, Ejemini. Es zieht sich immer so hin, aber hoffentlich habe ich dieses Mal noch Glück bei der Treppe. Weil es ist schon wieder 50-50 Chance. Mann. Irgendwie schon bescheuert, aber was soll man machen? Dafür bekommen wir einen ganzen Haufen Geister. Das ist auch so eine Sache. Vielleicht hängt das auch vom Rang ab, wie viele Geister wir insgesamt fangen. Naja, aber obwohl, das halte ich für unnötig. So. So war ich. Okay. Wir kommen langsam dem Ende näher. Also nicht mehr viele Stellen gibt es hier. So. Die Mitte war schon mal nicht fest. Es ist nochmal rechts und das ist wahrscheinlich ein Fail. Och, Mann. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das halt man ja den Kopf nicht aus. Leute, wisst ihr was? Bevor uns langweilig wird, möchte ich sagen, dass wir doch das lieber cutten. Zuerst fange ich mal schnell den Geist und dann cutten wir zu Spiss, dass ich ganz oben bin. Bis dass ich die letzte Treppe geschafft habe. Also wir sehen uns, bis gleich. Ihr habt's geschafft, Leute. Mann. Aber leider, die Sequenz habe ich leider nur halb jetzt gesehen, weil ich dachte nicht, dass jetzt noch so eine Sequenz kommt, aber wir haben es geschafft, Leute. Boah, könnt euch gar nicht vorstellen, wie das abgenervt hat. Jetzt können wir aber nicht mehr zurück. Bedeutet nur eins, wir müssen das erstmal da aufmachen und dann uns den Boss stellen. Lauter Herzen gibt es dafür. Mann, das war vielleicht anstrengend. Boah. Aber ich habe es schließlich doch noch geschafft. Sorry nur, dass die Sequenz jetzt halb übersprungen wurde. Aber naja, ich habe jetzt nicht gewusst, dass da jetzt noch eine Sequenz dazwischen kommt. Er hat einfach jetzt nur gehechelt und ist erschöpft gewesen, mehr nicht. Ich wollte euch nur das jetzt ersparen, diese ständigen Fails. Vor allem bin ich dazwischen sogar einmal falsch abgebogen bei den Stellen, wo ich eigentlich schon gewesen bin. Und ja, da bin ich auch wieder komplett runtergerutscht. Mann, das war vielleicht ein Nerv. Also das ist wirklich eine bescheuerte Mission. So. Da öffnet sich jetzt uns eine weitere Leiter. Da nichts wie rauf da. Und in der Baumkrone. Da wartet schon jemand auf uns. Im Buch brauche ich gar nicht suchen, weil die gibt es in dem Bossraum nicht. Oh, hey! Oh oh. Oh, Igitt! Oh, verdammt, diese. Diese Treppe will uns fressen. Es nützt nichts, wenn wir irgendwie beleuchten. Oh Mann, was macht sie jetzt? Aha, ich sehe schon. Das ist einfach nur ausreichend die ganze Zeit über. So. Okay, ausweichen konnte ich. Oh, hey, der greift doppelt an. So. Jetzt halte ich aber. Und Epsa! Gib her deine Haut! So. Aber ich sehe schon, es gibt einen Unterschied bei den Geistern. Der hat diesmal zwei. Der hat diesmal. Oh Mann. Ja, jetzt ist klar, der bläst uns auch noch voll. Oh oh, und schießt auch noch Feuer auf uns.
Oha. Der Typ meint's wirklich ernst. Okay, aufpassen. Immer in und kreisen und aufpassen und nicht bloß nicht berühren. So, immer ausweichen. Komm her. No, du wirst dein Fressen haben, du musst um dein Fressen kämpfen, Freundchen. Komm her. Und jetzt hüpft er kurz. Und wir können seinen Dingsbums anziehen und den Geist wieder rausholen. Ah, wir können eh schon vorher anblitzen, bevor er wieder zu seinen Attacke kommt. Gut zu wissen. Also dieser Boss scheint einfacher zu sein. Naja, aber jetzt kommt die dritte Phase. Mal sehen, was der jetzt macht. Also der bläst mich wieder an. Oha, jetzt schießt er die Flammen schon etwas schneller. Das heißt also immer die ganze Zeit durchrennen. Oha, oha, oha. Na los, schnapp zu. Du willst den Fressi? Dann musst du um dein Fressen kämpfen, Freundchen. Und jetzt hüpft er kurz wieder und wir können wieder ansaugen. Und dich kriege ich jetzt. Und tschüss, Lutscher, wir haben ihn, Leute. Und den Finsterstein, also der Boss war eigentlich recht easy. Lebt die Treppe noch? Ja. Na, was ist? Ach, auf. Okay, schon besser. Streng dich an, Luigi! Geschafft. Was, da ist ja noch was rausgekommen, oder? Hab ich da noch was gesehen, was da runtergefallen ist? Oder vielleicht noch ein weiterer Edelstein? Nö. Aber jetzt haben wir einen weiteren Finstermondstück. Juhu, wir haben's geschafft! Sonst noch was? Nö. Professor lässt uns nicht. Ja, Professor. Alles in Ordnung. Noch ein Meistergeist. Damit hätte wirklich niemand gerechnet, aber du hast es geschafft und das wird zum Mundstück der Beute toll gemacht. Die Aussicht von dort oben ist sicher phänomenal, aber leider gibt es noch zu tun. Ich hole dich zurück. Hat ein Stöbertest. Jo, mach mal. Wuhu, wir haben es wieder geschafft. Ja. Luigi der Dancer. Und eine Kastanie steckt beim Fest. Autsch. Jetzt kriegen sie noch nicht mal vom Rad weg. Und dann ziehen sie es noch nicht mal vom Schuh. Geh weg. Immer wieder eine neue Animation. Oh, ich bin ja ganz schön festgegangen bei dieser Treppe. Die hat mich genervt, bis und geht nicht mehr. Ein 3-Sterne-Rang. Geil. Ja, weil ich den Boss wahrscheinlich so schnell besiegt habe. Ich möchte mal wissen, wie viele Sterne-Rang insgesamt es gibt. Da kann mir auch jemand in den Comics schreiben, wie viel der höchste Rang ist. Ich bin bei der Treppe ziemlich gehangen. Hätte ich da jedes Mal Glück gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich perfekt gewesen. Und dann auch den Boss so schnell erledigt, dann wäre ich bestimmt perfekt gewesen. Ich hätte ihn einfach nur die ganze Zeit ausweichen müssen. Und den dann ansagen. Also, so schwer war er nicht. Da war der Spinnenboss weitaus schwieriger. Willkommen zurück, Luigi. Entschuldige, wenn es hier frischen Popcorn riecht. Ich konnte nicht widerstehen. Dein Duell mit dem Meistergeist war so spannend, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Ja, glaubst du, du bist hier im Kino? Der guckt einfach von seinem hübschen Labor rum und denkt sich, oh ja, ich sitze hier rum und habe meinen Spaß. Während Luigi, der nicht die Drecksarbeit legen muss. Blablabla. Ach, du bist so ein Honk. Da bitten wir unseren Gast mal fürs Erste ins Gehege. Wo er keinen Schaden anrichten kann. Naja, eine Funktion hat er wenigstens. Er kann wenigstens dafür sorgen, dass der Geist nicht wieder entfleucht. Da ist er. Masse im Wunzen 52. Der hat diesmal 2 Hörner gehabt, deshalb konnte er auch 2-mal angreifen. Was, nur 3 lächerliche Münzlein? Und wir haben eine neue Mission freigespielt. Operation extra. Ah ja, wir haben ja alle Buhus im Efeu-Team geschafft und deshalb. Also alle Buhus gefangen. Beide Finstermutsche gewonnen. Also von Meistergeistern bewacht. Sehr aufschlussreich. Damit haben wir zum zweiten Mal einen Meistergeist mit einem Smutschel getroffen. Nein, das kann kein Zufall sein. Aber machen wir kein famoses Wunschstück. Machen wir dein famoses Wunschstück doch erstmal sauber, ja? Ja, dann hol mal wieder deinen Plattenspieler raus und lass dein Werk verrichten. Und putze, 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 Mann. Und fertig. So sieht es doch schon viel besser aus. Und eine weitere Welt ist freigeschaltet. Ach du Scheiße, wo sind wir denn da, bitteschön? Ah,
Auch gesehen, lass mich schnell nachschauen, ob meine Theorie stimmt. Jawohl, Luigi, der Nebel hat sich ein weiteres Stück verzogen. Eine weitere Welt ist frei. Aber was ist denn das für eine? Ich kann mich nun zu einem neuen Gebäude telewechseln. Sicher voller furchterregender Gespenster. Ich bin da so gespannt. Ja, Leute, aber vorher werden wir im nächsten Part die Buhu-Mission machen. Operation Ecto. Der Ingenieurhof, das ist es also. Sieht aus wie... wie so eine Art Farm im Wilden Westen oder so. Ja, aber erstmals müssen wir in Efeu-Türmen noch die Extra-Mission Operation Ecto abschließen. Beunruhigend, dich empfange deutliche paranormale Signale aus dem Efeu-Türmen. Luigi, du bist am Zug. Ist hoffentlich aber jetzt kein so ein extrem schwieriger Level. Bin mal gespannt. Und bevor wir dann den letzten finalen Bosskampf bestreiten oder dem Boss der letzten Welt mal begegnen, habe ich mir vorgenommen, noch in der ersten Welt die fehlenden Buhus einzusammeln und dann auch noch die extra Mission zu spielen, bevor wir die letzte Mission spielen. Ich denke, das ist ein guter Vorschlag, oder? Okay, aber im nächsten Part geht es weiter mit Operation Ecto und dann beginnen wir mit der zweiten Welt. Daumen hoch, wenn euch dieser Bosskampf gefallen hat, und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Part dabei. Seid gespannt, schaltet wieder ein. Euer Crush4Freak89. Danke fürs Gucken, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.